Hi Leute, es ist mal wieder an der Zeit für ein Review Roundup. Ich habe hier 5 Produkte, die ich jetzt schon ein bisschen länger teste und zu denen ich gerne meine Meinung loswerden möchte. Ein paar davon sind PR-Samples, aber das werde ich selbstverständlich nochmal im Video dazu sagen und auch in der Infobox markieren. Ich fange mal an mit dem Beauty Bay Super Jelly Cleansing Gel. Das habe ich beispielsweise als PR-Sample zugeschickt bekommen und muss sagen, dass ich es nicht ganz so toll finde. Aber das liegt einfach daran, dass mir persönlich die Reinigungsleistung überhaupt nicht ausreicht. Also für frühs kann man das mal nehmen, aber wenn man dann abends Schmutz, Make-up oder Sonnencreme damit entfernen will, dann funktioniert es überhaupt nicht. Also es kriegt einfach so gröbere Verschmutzungen von der Haut nicht ab. Und die Textur ist relativ leicht und wässrig, was an sich schon sehr angenehm ist. Aber meine furztrockene Haut saugt das komplett auf. Deswegen muss ich wirklich eine gewisse Menge davon in die Handfläche pumpen und auf dem Gesicht verteilen, weil sonst einfach meine Haut das Zeug komplett aufnimmt und ich dann gar nichts mehr zum Runterspülen habe. Also texturmäßig ist das wirklich, wirklich schön. Aber nur wenn das jetzt eine Creme wäre oder irgendeine Art von Hydrogel, dann würde ich sagen, wow, top, wunderbar leicht und wässrig. Aber zum Reinigen reicht es zumindest für meine eher trockene Haut überhaupt nicht, weil sie es, wie gesagt, komplett aufsaugt. Was mir aber gut gefällt, ist die milde Formulierung und dass ja auch keinerlei deklarationspflichtige Duftstoffe drin sind. Aber der Eigengeruch ist super, super geil, sofern man auf frischen Hefeteigduft steht. Also jetzt nicht frisch gebackenen Hefeteigduft, sondern wirklich frisch angerührten Hefeteigduft. Das finde ich persönlich ja richtig, richtig toll. Also ich werde das auf jeden Fall für morgens aufbrauchen, aber für abends reicht mir einfach die Reinigungsleistung nicht aus. Dann habe ich hier noch ein Reinigungsprodukt und zwar die Ciao Make-up Abschminkbutter, die in Kooperation mit einer YouTuberin entstanden ist. Und da habt ihr mich unheimlich oft gefragt, ob ich diese Butter denn mal testen könnte. Das habe ich gemacht, obwohl ich so eine leise Ahnung bezüglich der Formulierung hatte. Und zwar habe ich vermutet, dass sich diese Abschminkbutter nicht ganz so gut mit Wasser aufemulgieren und entfernen lassen würde. Aber da das immer nur so grobe Einschätzungen meinerseits sind, habe ich gehofft, dass ich mich in diesem Fall irre. Leider ist das nicht eingetroffen. Also die Abschminkbutter lässt sich nicht so gut mit Wasser entfernen. Sprich, ihr müsst definitiv Double Cleansing betreiben. Und obwohl auf der Verpackung drauf steht, dass man diese Butter mit lauwarmem Wasser abspülen kann, ist das hier einfach nicht eingetreten. Ich musste mit meinen milden Reinigungsprodukten teilweise 2- bis 3-mal drüber gehen, um diesen starken Fettfilm zu entfernen, bis ich dann auf ein aggressiveres Reinigungsprodukt zurückgegriffen habe, damit ich einfach nicht zu lange brauche, weil ich will auch nicht 40 Minuten im Bad stehen und versuchen, irgendwie da einen Fettfilm zu entfernen. Es hinterlässt sozusagen hier auch einen Film auf der Haut und auf den Augen, weswegen ich das dann auch irgendwann nicht mehr im Augenbereich verwendet habe. Ansonsten ist die Abschminkbutter mild formuliert, es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung drin, aber sie hat natürlich einen Eigengeruch. Falls ihr schon mal Reinigungsöl selbst gemacht habt, in irgendeiner Form und dort Polysorbat verwendet habt, also hier ist auch Polysorbat drin, die riecht ganz genauso wie Polysorbat. Also wenn ihr den Geruch von Polysorbat nicht mögt, dann wird diese Abschminkbutter nichts für euch sein. Und sie ist von der Textur, wenn man sie erstmal rausnimmt und versucht zu verreiben, so ein bisschen krümelig. Also sie hat so ein bisschen was Körniges. Deswegen müsst ihr euch etwas Zeit nehmen, sie aufzuschmelzen und dann eben auf die Haut aufzutragen, weil sich das ansonsten, also zumindest auf meiner Haut, ein bisschen unangenehm anfühlt. Ich werde sie nach und nach aufbrauchen, aber definitiv nicht nachkaufen, weil ich einfach kein Fan von Double Cleansing bin. Dann habe ich hier die Innisfree Moist Winter Barrier Sonnencreme, die ich als PR-Sample zugeschickt bekommen habe und die ich jetzt auch schon ein Weilchen teste. Und ich muss dazu sagen, dass ich mir unter Moist Winter Barrier ein bisschen was anderes vorgestellt habe. Also ich habe mir hier auch tatsächlich gewünscht, dass sie schön reichhaltig ist und den pflegenden Film auf der Haut hinterlässt, was sie aber nicht tut. Sie ist sehr leicht, sehr wässrig, weshalb man sie eben auch in der entsprechenden Menge ohne Probleme auftragen kann. Also sie rollt sich nicht ab, sie interagiert auch nicht mit darauf folgenden Produkten, was ich richtig, richtig gut finde.
aber pflegend ist sie definitiv nicht. Deswegen lasst euch bitte nicht von dieser Bezeichnung Moist Winter Barrier verunsichern. Ich würde diese Sonnencreme eher Menschen mit öliger oder gar Mischhaut empfehlen. Was mich persönlich aber arg an der Sonnencreme stört, ist die sehr blumige Parfümierung. Also sie riecht sehr, sehr stark und ich persönlich mag das einfach nicht ganz so gerne, vor allem weil man einfach eine gewisse Menge davon auftragen muss und dadurch hängt mir der Duft teilweise den ganzen Tag in der Nase rum. Diese Gesichtscreme von Dadosense habe ich auch zum Testen zugeschickt bekommen und muss sagen, dass ich noch ein bisschen hin und her gerissen bin, was mein Fazit dazu angeht, denn an sich ist die Formulierung gar nicht mal so schlecht. Es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten. Das einzige Manko ist der Alkohol, der hier enthalten ist. Also für mein persönliches Empfinden ist es ein Ticken too much, weil ich es rieche, wenn ich mir diese Creme im Gesicht auftrage und auch diese typische Verdunstungskälte einsetzt. Und das ist nichts, was ich persönlich mag. Und auch der Film, der dann zurückbleibt, ist jetzt auch nicht so ganz nach meinem Geschmack. Aber da müsst ihr selber schauen, inwiefern ihr das tolerieren möchtet oder nicht. Und zu guter Letzt darf die Avocado Toast Palette von BH Cosmetics nicht fehlen, die ich in den letzten Wochen sehr, sehr regelmäßig benutzt habe. Ich habe auch kürzlich einen Look damit für YouTube geschminkt, den verlinke ich euch oben. Dann könnt ihr euch gerne mal inspirieren lassen. Mich spricht vor allem auch die Color Story total an. Ich bin ein Riesenfan von Grüntönen, weil Grün auch meine Lieblingsfarbe ist. Und davon bekommt man hier reichlich und zwar nicht nur in Form von matten Lidschatten, die qualitativ richtig gut sind, sondern auch in Form von wunderschönen Schimmerlidschatten. Gut, das Schwarze, also Holy Moly, das kann manchmal fleckig werden, aber das ist relativ normal. Ansonsten ist es ein richtig gutes Grauschwarz, das wunderbar funktioniert und das ich auch in manch anderen BH Cosmetics Paletten vermisse, weil ich dadurch natürlich meinem Look ein bisschen mehr Tiefe und Intensität geben kann. Das finde ich hier richtig toll. Also an sich ist das einfach eine wunderbare Palette mit tollen, qualitativ hochwertigen Lidschatten, mit denen ich persönlich einfach auch richtig gut zurechtkomme. Und das war's mit dem heutigen Review Roundup. Falls ihr eins der Produkte kennt und bereits ausprobiert habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, dann können wir uns dazu austauschen. Und wenn das Video für euch hilfreich war, würde ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen und eventuell ein Abo, wenn ihr mich und meinen Content supporten möchtet. Und wünsche euch wie eh und je einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!